die sich gerade über mich? Ey, ich war das nicht, ihr dummen Palmas, ey. Okay, hallo Leute, willkommen zur neuen Folge von Super Mario Sunshine. Wir wollen in der Folge die erste Welt betreten, die auf den Namen Monte Bianco hört. Das ist ähnlich wie Mario 64 auf Level aufgeteilt und das erste Kapitel heißt Fahrt zur großen Mühle. Und es ist auch so ähnlich wie bei Super Mario 64, das heißt, sobald wir einen Schein eingesammelt haben, werden wir aus dem Level geschmissen. Das System mögen sehr viele nicht, es ist nicht wirklich offen und so, aber es ist auch nicht so schlimm. Dafür ist es immer ganz nice zu sehen, wie sich die Welt nach jedem Kapitel verändert. Und genau, ein großes Gimmick in dem Spiel ist eben das Wasser und das ganze Insel-Theme und so. Das heißt, du hast die Level auch aufgebaut. Es ist so eine Art Spaßattraktion oder so, wenn ich das richtig sehe. So ein kleines Dorf auch. Und das Pause-Menü ist ja auch sehr nice Design, muss man sagen. Und ich glaube, hier haben die ganzen Sachen auch immer so einen kleinen Text, was dieses Gebiet erklärt. Das nette Städtchen liegt am Fuße von Colina Corona. Was Corona? Ja, aber mit K geschrieben. Okay, das ist alles gut. Die berühmten Windmühlen drehen sich elegant im zarten Hauch der Seeluft. Hier haben wir ein M, denn es gibt hier eben auch wieder schön 30 blaue Münzgläubchen in der Welt zu sammeln. Wo wir auch welche dann backtracken müssen. So, was haben wir hier? Ein paar Pockies. Sehr interessant. Ich weiß gar nicht mal, was ich machen muss, um ehrlich zu sein. Ah, hier haben wir eine blaue Münze. Ah, so tue ich nach unten tauchen. Ja, Steuerung ist sehr neu für mich, muss ich sagen. Ja, ist ganz nice, so eine ganz neue Welt so zu erkunden, muss man sagen. So, können wir hier was ankurbeln? Ja, damit können wir sogar eine Münze erscheinen lassen, aber da ja nur eine normale. Und da haben wir ein X, wo eine weitere Blue Coin sein wird. Und da oben sogar ein M. Holen wir uns hier mal Blue Coin. Ja, ich glaube, es empfiehlt sich immer am Anfang einer Welt, mal diese Wissen zu erkunden, die ersten Blue Coins zu holen, bevor man sich direkt an die erste Mission ranwagt. So, wo spawnen die? Da hinter der Wand. Das habe ich schon so ein bisschen gesehen. Aber so richtig herausgefunden, wie ich da hinkommen soll, weiß ich noch nicht. Ah, ist doch einfacher als gedacht. Da habe ich gesehen, auf der anderen Seite ist sogar noch ein M. Nein! Mario! Oh Gott, das war jetzt zu knapp. Haben wir hier aber noch ein M zum Wegmachen. Und hier ist tatsächlich eine Blue Coin. Ey, diese Windmühlen sind aber auch sehr, sehr sass, muss man sagen. Und dann können wir hier schon über Palmen traveln, sehe ich gerade. Aber auf den Palmen befindet sich tatsächlich nicht, so wie ich das sehe. Aber da ist eine im Wasser. Checken wir mal kurz das Wasser ab und holen uns hier ein paar gratis Blue Coins ab, würde ich sagen. Hier haben wir so einen Blattfluss, glaube ich. Ja, damit kann man sich nämlich auch bewegen. Ist jetzt natürlich jetzt nicht so interessant für uns, weil das Wasser hier schön klar und sauber ist. Aber ich glaube, im Game gibt es dann auf jeden Fall auch Passagen, wo das Wasser eben ziemlich verdreckt ist, wo man einen Schaden bekommen würde. Dafür sind nämlich eben diese Blattflosse da. So, aber mehr gab es auch nicht im Wasser. Das heißt, wir tun mal die Hauptmission machen. Kommt jetzt hier schon wirklich die dritte Pflanze im Game kommen? Okay, das ist echt krass. Ich dachte, dass die nur auf der Oberwelt sind eigentlich. Die sind schon ziemlich lame, muss man sagen. Und eine Art Hügel hat die aufgefressen oder so. I don't know. Es gibt schon die erste Shine Sprite. Man sieht da oben schon eine zweite mit einer ganz bekannten Person im Mario-Universum. Ja, die werden wir uns auf jeden Fall anschauen noch. Aber erstmal holen wir uns hier die vierte Shine im Game. Nieder mit Mutant Tyrannia heißt das zweite Kapitel. Und diesmal müssen wir diese riesen Windmühle auch besteigen. Sehr, sehr nice. Oh, die Glocken, die droppen sogar ein One-Up, die ein neues Design bekommen haben, so ein bisschen. Secret. Und das Tor ist offen, das war das letzte Mal nicht so. Die Brücke ist zerstört. Das juckt mich aber relativ wenig, da kann ich einfach drüber gleiten. Dann besteigen wir den ganzen Käse mal mit ein paar rollenden Felsen, die man sogar sauber machen kann, was solche Piranha-Köpfe sind. Okay, ist sehr interessant. Aber bringt tatsächlich auch nichts, die sauber zu machen. Da spare ich mir dann doch lieber das Wasser. Felsvorsprung ist schon ein bisschen seltsam. Du hast eine Blue Coin, okay. Aber der ist schon sehr auffällig. Auch wenn dies jetzt hier unsichtbar ist, was gar nicht mal so einfach ist eigentlich. Wow. Ja, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, weil es ist. Oh, da kann man das auffüllen noch. Ist nicht so, dass man jetzt hier diese Spritzdüse. Pflanzen, ne? Und die Schwebedüse irgendwie mit verschiedenen Knöpfen benutzt, sondern man muss die halt die ganze Zeit wechseln und dann benutzt man die aber auf dem gleichen Knopf, was ein bisschen
hakelig ist, weil man nicht weiß, was gerade aktiv ist oder so. Man denkt, man hat das andere aktiv und dann fällt man runter, weil man spritzt, aber man möchte eigentlich die Schwebedüse benutzen. Und jo, der Parcours ist gar nicht mal so einfach hier. Weg mit dem M. Hm, keine Werbung machen. Oh ja, wir können das Windrad mal hier hochgehen, aber da ist noch ein kleiner Eingang. Ist da irgendwie was? Tatsächlich ist hier gar nichts. Okay, das ist relativ langweilig. Dann heißt das, wo ich hier eine Runde warten. Jo, wie seine Möwe da einfach gerade gegen dieses Windrad geflogen ist. Tantyrania, bekämpfen wir dich. Kleiner Funfact, das ist sogar das erste Mal, dass sie im Mario-Universum aufgetaut ist. Also sie hat hier wirklich ihren Ursprung. Ich glaube, du bist ein bisschen zu fett. Oh nee, das kratzt ja alles ein, oder? Nicht bewegen. So, erster Bossfight gegen Mutant-Tyrannia. Warten wir immer diese anderen Pflanzen. Muss ich das wie die anderen Pflanzen machen? Einfach ins Maul spritzen? Ja, anscheinend. Weil dann wird sie fett und... Ah, wir können eine Stampfattacke machen. Danke für den Pfeil. Der war tatsächlich hilfreich. Ich wusste nicht, was ich machen musste. Mund auf. Sie dreht sich immer mit Absicht von mir weg. Das macht sie schon ganz klug so. Aber frisst das Wasser. Das ist sehr nährhaft für dich. Vor allem für Pflanzen hier. Warum das jetzt nicht gezählt? Egal. Schön Wasser. Pflanzen brauchen Wasser. Das ist sehr, sehr wichtig. Zack. Hast du drei Leben? Du hast drei Leben. Wie wird dies Schlamm? Wie verschwindet? Ekelhaft. Dann haben wir aber die zweite Schein dieser Welt. Dann will ich mir jetzt aber mal die Kanalisation der Stadt anschauen. Denn hier gab es, glaube ich, sehr, sehr viele Blue Coins und so. Das will ich mir mal anschauen. Gibt es enge Kurven und so. Man kann die auch von verschiedenen Seiten und so bewegen. Das ist hier alles verwirrend und so. Also zum Glück kann man ganz gut sehen, wo ich hier gerade auf dieser Map bin, weil man die Stadt von oben noch sieht. Hier haben wir einen großen Raum. Aber auch noch mit normalen Münzen. Schade. Doch ein bisschen schwerer versteckt, als ich dachte zuerst. Hier ist eine. Unter dem Wasser hier. Da ist noch ein M. Das habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Dann sammeln wir es jetzt ein. Kann ich wieder reingehen. Wo es hier geht. Ich glaube, es ist immer so, dass ein paar GUI-Deckel verbunden sind und die anderen sind halt verschiedene Bahnen so. Also nicht so, dass man vom einen Eck der Stadt direkt ins andere kommt. Ah, hier ist, glaube ich, noch eine Blue Coin, oder? Nee. Normal Secret, oder? Nee, auch nicht. Hier aber. Ja, hier ist eine Blue Coin. Ahnung, aber ich glaube, ich bin unter Grundzeit durch, oder? Mir ich hier auf jeden Fall noch die Münzen ab, weil wir sind kurz vor den 100. Denn ja, es gibt auch die 100 gelben Münzen in der Welt. Und ich glaube auch in der Oberwelt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal einsammeln. Ah, die ganzen Poster abzuspritzen gibt auch ein paar Münzen. Ich glaube Fenster auch, oder? Ach, offene Fenster, okay. Jetzt habe ich verstanden. Oh, sind es drei Stück. Okay. Ja, es gibt hier mehrere solche Obstfrauen, die halt irgendwelche Früchte haben möchte. Und hier ist auf der Insel. Und das heißt, ich möchte die auf der Insel auch haben, glaube ich. Ich darf die aber nicht so stark mit Wasser bespritzen. Ansonsten fallen die runter. Ah, ich kann es auch sogar aufnehmen. Jo! Direkt getroffen! WTF! Durchs Runterfallen. Krass. Danke, hier ist ein Blue Coin. Danke sehr. Eigentlich wollte ich nur wissen, wo dieser Tunnel hier hinführt. Vielleicht zwei, drei Münzen, I guess. Der Blue Coin sogar. Krass. Ach, hier ist sogar noch mehr Geld. Ja. Jetzt weiß ich, warum ich so kratzen muss an der Oberfläche, wenn ich hier noch so viel rumirrt, ey. Ich schwör. Das waren sie auch schon. Die Shine Sprite. Aber wo? Okay, ich komme irgendwie nicht an diese Shine Sprite ran. Ich glaube, ich habe das dann doch zu früh gemacht, als ich eigentlich kann. Na, werden wir diese Pflanze auf jeden Fall mal erledigen. Weil eigentlich fahren wir, glaube ich, sogar solche Boote rum. Ich glaube, nur dadurch kann man die erreichen. Aber irgendwie am Anfang des Games machen die es nicht. Das ist sehr, sehr ärgerlich, muss man sagen. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Und hier befindet sich tatsächlich eine weitere Welt. Zum Laden noch rein, weil ich glaube, dass der hier eine kleine Challenge hat. Das heißt, sprich alle Kisten in 30 Sekunden, du gewinnst.
Okay, es wird aber nicht so schwer sein, oder? Give me a challenge, man. Egal, tun wir doch noch eine Shine-Sprite erreichen. Was unseres Texte ist. Nice. Neue Aufgabe in der ersten Welt. Das Geheimnis der Hügelhöhle. Okay. Da weiß ich, glaube ich, in welche Richtung das gehen soll. Diese Höhle müssen wir nämlich. Ich glaube, es gibt sogar mehrere Wege, zu dieser Höhle zu kommen. Zumindest sollte ich von hier auch hinkommen. Bisschen tricky, aber geht schon klar. Muss ich hier nicht diesen anderen Weg gehen. So, und dann kommen wir in die Sub-Area. Davon gibt es auch welche in der Welt. Da haben wir ja schon eine in der Oberwelt gesehen. Doch, normalerweise ist es so, dass man diese eben ohne Dreck wegmachen muss. Das ist so ein bisschen immer der Hasspoint an dem Game von Leuten, weil die Steuerung ohne Dreck weg ziemlich schwammig von Mario ist. Und das macht halt diese Challenges so schwer, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen cool, mal ohne Dreck weg das Game zu zocken, ne? Weil es wirklich auf präzise Sprünge angewiesen eben. So, jetzt bloß keinen Ärger bauen und durch da. Jawohl. Zack. Oh mein Gott. Oh, that's safe. Tricky, tricky, aber wir haben's. Wenn Mario mal die Scheine einsammeln würde. Bravissimo.